Wie lieb habt ihr euren Pink Panther? Was macht ihr da? Hallöle, hier ist der Pink Panther und wir spielen eine Fun-Runde. Pink Panther sagt, und zwar ist das Thema Quiz. In den Kommentaren wurde halt viel geschrieben, das finde ich auch absolut der Hammer. Aber leider kann ich nicht immer alle Wünsche erfüllen oder gleichzeitig. Viele haben einfach auch geschrieben, dass ihnen die Fragen gefallen haben. Und deswegen mache ich heute mal ein Quiz. Und ich stelle meine Mitspieler vor. Hier haben wir den Morpher. Hallo. Den K-Shadow. Hallo. Freddy. Moin. Poli, Profil. Hallo. Viperkill. Moin. Arikis. Guten Abend. Der Dark Chicken. Lol. Razy Boy. Servus YouTube. Talik. Moin. Walking Free. Tree. Hallo, wir haben auch einen YouTube-Channel und XNico und MichiX. Schaut doch mal vorbei. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dann auch die Links dazu. Komm, Bossos. Hallo. Dann der Eklüse. Eklüse. Ja, Eclipse. Ich habe auch einen YouTube-Channel, Race Toxic HD. Jo, dann deiner Banana Joe. Guten Abend. Dann haben wir noch den Pain. Hallo. Und Furby. Ich verneige Hallo. Mich. Ah, oh, danke schön. So, wir beginnen. Kurze Regeln. Pink Panther sagt es ein Befehl. Es gibt auch einen Folgebefehl. Der wird dann im gleichen Atemzug gesagt. Sollte eine kurze Pause dazwischen sein und du führst es aus, bist du tot. Jede weitere Bewegung außerhalb meines Befehles bringt ebenfalls den Tod. So, dann setzen wir uns mal hin. Aha. Pain hat auf jeden Fall schon mal Glück gehabt und der Morpher. Nein! Doch, ihr habt euch hingesetzt. Ne? Ihr habt euch hingesetzt. Die anderen stehen noch, bis auf der Poli. Der hat nämlich auch gerade noch mal im Nachschluss sich hingesetzt. Von daher ist ein Glückwunsch. Ja, ihr könnt gerne weiter zuschauen. Prima. Scheiße. Dann setzen wir uns hin. Okay, Pink Panther sagt aber, setzt euch hin. Spielverderber. Ja, ich weiß. Juti, dann schaut mich an. Kai Shadow, ganz herrlich. Ich habe so viele Fragen, warum sterbt ihr denn jetzt alle schon? Pink Panther sagt, schaut mich an. Ja, Pink Panther sagt, schaut nach vorne. Pink Panther sagt, einen Schritt nach vorne. Sehr gut. Wow. Sehr, sehr gut. Also ich hätte erwartet, dass einer aufsteht. Pink Panther sagt, Freddy, geh bitte auch nochmal einen Schritt nach vorne. Ja, danke. Gut, Pink Panther sagt, dreht euch nach links um 90 Grad. Mhm. Alle wissen, wie viel 90 Grad sind? Super. Pink Panther sagt, aufstehen. Gut. Pink Panther sagt, sucht euch einen Partner. Walking hier. Tree hinter dir. Hier. Walking Tree. Hallo. Du. Hier. Stehen bleiben. Du, vor mir. Ja. Hallo. Freddy. Nicht bewegen. Ja, okay, Talik. Ja, Freddy. Ja. Ah, ich hatte ihn erst. Hallo. Das ist unfair. Nö. Ist es nicht. Warum hast du mich angeguckt? Ja, aber vorher war Furby mit Talik zusammen. Und dann hat sich er weggedreht zu dem anderen, der vorher alleine stand. Veralbern kann man mich nicht so schnell. So, Pink Panther sagt, hinsetzen. Jetzt warten sie alle darauf, dass ich jetzt sage. Muss nicht. Pink Panther sagt, mitkommen. Oh. Ach, da hinten. Aha. Dark Chicken hat mal wieder Glück gehabt. Pink Panther sagt, stopp. Rapid Fire Maus, du wirst verreckt, Alter. Pink Panther sagt, Furby, da hinstellen. Banana Joe, da hinstellen. Banana Joe, Mann, Junge. Habe ich Pink Panther sagt gesagt? Jetzt will er auch noch weglaufen. Wow. Er verliert dann auch noch was. Gut, Walking Free, bitte dahin. Pink Panther sagt Walking Free, bitte dahin. Sehr gut. 6-1 zu nebenbei. Ah, da ist gerade ein Fußballspiel am Laufen. Bayern München gegen... Chill. Ja,
Auf jeden Fall irgendein französischer Verein oder sowas, ne? Bayern München gegen Lidl. Ah, okay. Bayern München gegen Lidl. Alles klar. Ja, ich bin nicht so der Fußballfreak, aber wir spielen gleich noch eine Runde Fußballquiz. So, Pink Panda sagt, hinsetzen. Hinlegen. Macht keiner. Gut, Pink Panther sagt, mitkommen. Gut, Pink Panther sagt, stellt euch bitte an die Wand auf, wo hier Warning und so weiter steht. Mit dem Rücken zur Wand, Schulter an Schulter. Pink Panther sagt, stellt euch an die Wand. Rücken an die Wand. Pink Panther sagt, Schulter an Schulter. Pink Panther sagt, hinsetzen. Pink Panther sagt, dreht euch zur Wand. Aufstehen. Nein. Doch. Nein. Okay, Razy Boy, rückst du mal bitte nach rechts auf, dass die Lücke gefüllt ist. Dankeschön. Idiot, scheiße. Pink Panther sagt, Arikis, bitte nach rechts aufschließen. Ja, weiter, 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 weiter. Gut. Und nach vorne an die Mauer. Pink Panther sagt, Arikis vorne an die Mauer dran. Weiter. Gut, prima. So, dann fangen wir mal an. Ich hab da was vorbereitet. Pink Panther fragt, Arikis, ist das wahr? Eine Unze Gold kann man in einem Faden verarbeiten, der 55 Kilometer lang ist. Ja. Das ist richtig. Wirklich? Ja. Yep. Pink Panther fragt, Eklypse. Entschuldigung, Pink Panther fragt Eklypse. Ja. Kellnerinnen erhalten in der Woche, in der sie ihren Eisprung haben, mehr Trinkgeld als sonst. Ist das erfunden von mir oder ist es tatsächlich? Finger ist schon auf dem Abzug. Nein. Ist nicht erfunden? Also ja, ist erfunden. Ist erfunden. Ich hab doch gesagt, der Finger ist auf dem Abzug. Nein. Das ist tatsächlich so. Und zwar hat das was mit Pheromonen zu tun und so weiter. Und das ist tatsächlich so, dass sie mehr Trinkgeld dann kriegen. Gut. Dann fragt Pink Panther Talik. 1960 wurde eine Kuh aus Kuba von einer US-amerikanischen Weltraumrakete erschlagen. Habe ich mir den Blödsinn einfallen lassen? Oder stimmt das tatsächlich? Hast du ja einfallen lassen. Nein, dieser Blödsinn stimmt tatsächlich. Jawohl. Das ist tatsächlich passiert, dass 1960 eine Rakete runtergefallen ist und hat dabei eine Kuh erschlagen. Ohne Scheiß. Gut. Pink Panther fragt den Walking Tree. In Litauen sind die Simpsons seit kurzem verboten. Grund, sie würden unterschwellige Werbung fürs Biertrinken machen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Nein. Das stimmt tatsächlich. Lol! Ja, Lava kein. Doch, die sind tatsächlich verboten worden, weil der Humor ja dann in dieser Kneipe und Tra und weiß es ich. Ja. Ist Lol. Verboten Alter, worden. Gut, komm, Bossos. Jetzt aber. Pink Panther fragt, wenn man alle M&Ms, die pro Jahr produziert werden, aneinanderreiht, ergibt sich das 6-mal die Strecke von Mond und zurück. Also in einem Jahr werden so viele M&Ms produziert, dass du die Strecke von Erde zu Mond 6-mal überwinden kannst. Stimmt das? Oder habe ich mir das einfallen lassen? Ich würde sagen, das stimmt. Richtig, du hast es erfasst. Gut. Das stimmt tatsächlich. Übel. Alter! Also, das muss ich mir auch kaufen. Landen alle bei mir. Viperkill! Warum setzt du dich jetzt hin? Legst du dich jetzt hin? Alter, ich wollte dir gerade eine Frage stellen. Pink Panther fragt, stirbst du oder stirbst du jetzt nicht? Ja, leider. Richtig, du stirbst. Gut, dann ist die Frage für Furby. Ja. Furby, Pink Panther fragt, wenn ich einen Apfel und eine Birne ins Wasser werfe, welcher sinkt zuerst auf den Grund? Keine von beiden. Furby, die Birne. Schade. Apfel schwimmt, aber Birne sinkt tatsächlich nach unten. Das weißt du. Alter Falter, jetzt haben wir noch... Zwei Leute nur. Zwei Leute.
Was? Was war Neustart? Scheiße. Gut, Alter. Pink Panther sagt, schaut euch an. Oh. Pink Panther sagt, schmeiß deine Semtex. Beide vorbei. Nee, er hat's noch geschafft. Wow, komm, Boss aus. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es tatsächlich geschafft und wir beide sterben zusammen. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. 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 Ciao. Hast du doch geschafft.